Müller, die Jakutowski, meine Assistentin, Michael Scheirer, ein nicht mehr aus dem Land wegzudenkender Mensch, auch im Kompetenztrainer und Ähnlichem, und Herr Mathis Meyer, ein ganz netter Bub aus St. Johann, und Jonas Glöckler, auch ein ganz netter Bub. Und die spielen eine Familie. Mama, Papa und zwei Buben, Mathis 13, Jonas 15. Wir sind im Sommer und es geht zu ganz normal bei Leuten mit ADHS. Der eine ist ein bisschen heftiger betroffen, der andere ein bisschen weniger betroffen. Und die ganze Story heißt, viel Lärm um nichts. Ein Go! Hey, ich will Mainz. Ihn auch. Meins. Mein Controller. Meins. Ich will gerade am Spiel. Ich bin gerade am Spiel. Was soll das? Stopp! Das ist der ganz normale Wahnsinn. Hm? So liebende Geschwisterkinder. Und um was geht's? Um den Controller. And go! Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe Urlaub gebucht. Urlaub für die ganze Familie. Wann? Zwei Wochen nach Rimini. Jetzt sag doch mal ruhig, ich muss das in den Familienkalender eintragen. Hallo. Ah ja, Schatz, ich habe Urlaub gebucht, 2 Wochen Rimini. Und mir ist eingefallen, wir sollten noch ganz dringend meine Mutter, also du solltest noch ganz dringend meine Mutter vom Flughafen abholen. Du bist wahnsinnig. Nein. Doch. Du musst meine Mutter vom Flughafen abholen. Ich habe nur einen Platz im Auto frei. Dann mach dein Auto einfach sauber. Sauber? Ja. Deine Mutter, dein Drachen, dann hol auch du sie. Das ist meine Mutter und nicht mein Drache, so schlimm ist die gar nicht. Weißt du, in meinem Auto ist die Klimaanlage kaputt und es ist Sommer und die kommt gerade von ihrer Schönheits-OP. Ich kann die nicht einfach in meinem Auto transportieren. Wunderbare Voraussetzung. Bitte. Drachen brauchen Wärme, keine Klimaanlage. Michi, bitte. Mach das Auto sauber. Also gut. Du bist überfallen worden. Hast du das vergessen? Da wolltest du eigentlich noch ein bisschen motzen. Wollte ich das? Wolltest du. Aber du kannst es auch lassen. Ich mutz nachher mehr. Du mutzst nachher mehr, ist okay. Mama, bist du schon fertig mit Eintragen im Familienkalender? Okay. So eine Ziege! Und wer behauptet, mein Auto sei es nicht sauber? Der hat doch keine Ahnung. Naja. Muss ich wegen der alten Ziege mein Auto aufräumen. Nur weil meine Frau so schön ist. Oder wie auch immer. Ich mache jede Wette. Jede Wette. Mit der Hochzeit sterben die Grundgesetze. So ein Müll hier. Ein Gutschein vom Bauhaus. Wunderbar. Den kann man immer brauchen. Stopp. Nee. Kannst du denn vielleicht mal kurz erläutern, was du gerade da in deinem ganzen Auto zusammensammelst? Mein mobiles Büro Zwangsauflösung. Wegen Drachen. Und die Herrin sitzt zu Hause oder drin auf ihrem Sessel und regiert. Meine Fresse.
Und es war alles so schön sortiert. Michi, mir ist noch eingefallen, ich habe doch jetzt gerade mit der Sabrina noch telefoniert und es, also, weißt noch Sabrina und Linda? Linda, die eine Blonde und Sabrina, die mit den Locken, mit der Brille? Die Linda hat doch deinen Arbeitskollegen geheiratet, weißt du noch? Auf jeden Fall, Linda ist wieder da und dann dachten wir uns, wir könnten doch zusammen eine Gartenparty machen. Heute noch, bevor wir in Urlaub gehen. Hm? Hört ihr auch Stimmen? Ja? Ja. Gut. Also, Papa, das mit dem Controller, also Jonas, er hat ihn mir weggenommen und ich wollte mich nur wehren und dann ist er halt hingefallen und ich wollte ihn halt auffangen. So, niemand, sollte ich hier irgendwelche Art von Unterhaltung benötigen, schalte ich den Radio ein. Aber was haben wir denn hier? Es lebt. Hackbällchen? Man kann sich jetzt das zweite Mal töten. Und welche Funktion hatte das bis jetzt? Das trennte was von was? 2014 von 2015 bei den Akten. Sohnemann, komm mal her, ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Bring das Mutter und frag, ob ich die an der Straße aussetzen soll. Oder als Drachenfutter vielleicht mitnehmen. Bah, Papa, du bist so eklig. Nee, gut. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Sie hat's entdeckt. So. Gehe ich wieder zurück in die Höhle des Löwen. Auto ausgeräumt. Also Michi, sag mal, wie lange war denn diese Box in deinem Auto? Ganz ehrlich, das ist ja eine Hochkultur gewesen. Ich hab wenigstens Kultur, was man von Münzingen nicht sagen kann. Und jetzt, wo ich diesen Altpapierhaufen hier so sehe, dein Steuerberater hat bei mir schon zweimal angerufen. Es geht um irgendwelche wichtigen Sachen von letzten Quartal, irgendwas abrechnungstechnisch. Und es ist total wichtig. Das fällt dir jetzt ein. Jetzt, wo ich mein mobiles Büro komplett zwangsgeräumt habe. Wegen deiner Mutter, den Drachen. Die waren sortiert. Was denn? Ja, chronologisch. Chronologisch in einem Altpapierhaufen auf vier Rädern. Das ist Maximierung. Ja. Also chronologisch, es wird Zeit, dass du meine Mutter abholst vom Flughafen. Du weißt, die wartet dich gerne. Ach, wegen mir könnt die Wochen warten. Warum bleibt die nicht weg? Tja, und jetzt muss die Herrin, die Herrscherin irgendwie gucken, dass sie das da hinkriegt, was ihr Ehegatte da so im Auto gefunden hat. Man muss sich vorstellen, das sind eben zwei Jungs in der Familie, ne? 13 und 15, was die da so alles mitkriegen. Gell, ihr zwei? Mhm. Was findest du denn jetzt da alles? Ja, boah, jede Menge Abrechnungen, so Rechnungen und gelbe Briefe. Gerichtsvollzieherkosten. Guck mal, da ist noch eine. Ja, mehrere Gerichtsvollzieherkosten, toll. Das macht ein ganz sicheres Gefühl für die ganze Familie. Stopp!
Das ist gar nicht so selten, es muss auch gar nicht so übertrieben sein. Management der Finanzen ist oft ein Problem und leider, auch in Familien mit Kindern. Das ist eben so wahnsinnig anstrengend, sich damit beschäftigen zu sollen. Und dann wird eben ADHS furchtbar teuer. Danke. Bin wieder da. Und, hat's geklappt? Oder hat sie dich geröstet? Geröstet nicht. Aber von der Schönheits-OP sieht man auch nichts. Ja, aber sie ist zu Hause, oder? Nee, ich habe sie an der Tankstelle ausgesetzt. Ja, natürlich, wo soll sie sein? Mensch, Papa, bist du peinlich. Also pass auf. Ich habe in der Zeit, in der du meine Mutter holen warst, alle deine Akten, Dokumente chronologisch nach Datum sortiert. Die kannst du jetzt alle zum Steuerberater bringen, noch bevor wir in Urlaub gehen. Hm? Oh, lass Abend werden. Und weil ich so am Sortieren war, habe ich natürlich auch gelbe Briefe entdeckt. Gerichtsvollzieherkosten? Ja, 2016. Wenn der bis heute nicht da war, kommt er auch nicht mehr. Also Micky, wirklich, du hast hier eine Vorbildfunktion. Weißt du, die Jungs, die sind jetzt mittlerweile 13 und 15 Jahre alt, die sehen das. Die machen das irgendwann mal nach. Du glaubst doch nicht wirklich, dass mit deinen Genen dieser Intelligenzquotient erreicht wird, dass die so eine hochkomplexe Ordnung halten könnten. Unmöglich, unmöglich. Er ist überhaupt nicht überzeugt von sich, ne? Merkt man. Enko. Also, weißt du, und außerdem, guck mal, ich sag dir, in deiner Sauerei, irgendwann mal kommt das Finanzamt. Das Finanzamt wird kommen und dann, sehe ich weiß es schon, dann werden wir wegen Steuerhinterziehung verklagt, ja? Und dann sind wir Kriminelle und dann kommen wir ins Gefängnis. Und unsere Kinder, die kommen zu Pflegeeltern. Wahrscheinlich noch zu verschiedenen Pflegeeltern, ja? So schlimm ist es aber auch wieder nicht. Ich mache doch bloß Sorgen um die Familie. Stopp. Das ist magisch-animistische Partizipation. And go. Ist deine Horrorgeschichte zu Ende? Kennst du den, wo da kommt? Nein, das sind deine Gerichtsvollzieherkosten. Richtig, es war noch keiner da. Wo liegt dein Problem? Mein Problem liegt dabei, dass du jetzt einfach nur diese Ordner zum Steuerberater bringen kannst. Für das mich. Auch noch? Ja. Ach Mann! Ah. Ich hoffe, der hat studiert und findet da drin was. So eine Herrscherin hier sitzt auf ihrem Sessel, pfeift La Paloma. Und ordnet meine freilebenden Blätter. Freilebend. Die war nicht eingezwängt. Ah. Schauen wir uns mal an, was sie so eingeordnet hat. Solche Briefe liebt der Steuerberater. Für mich ein Erkennungsmerkmal. Naja. Wir haben das Wohnzimmer größer gemacht. Meine Frau war es zu klein. Musste eine Wand rausgebrochen werden und eine neue Wand gesetzt werden. Halber Meter größer jetzt. Das waren die Rechnungen. Dazwischen Schönheitschirurg, Rechnung von Warschau, da wo die alte auch war. Brustvergrößerung. Der hat uns beschissen. Definitiv. Weil ich erkenne nichts. Ihr braucht gar nicht lachen, die in der 10. Reihe da hinten sehen gar nichts. Aber ich muss los, sonst ruft das Gewissen.
Stopp, so richtig motiviert ist er nicht. Ne? Aber immer das letzte Wort hat er eh und den letzten Moserer sowieso. And go. Wer baut so eine Scheiße? 500 Bäume um das scheiß Steuerbüro. Ist das jetzt ein Stör unter die Blumenhändler gegangen? Und ein paar Plätze natürlich keine. Zwei. Und dort arbeiten 4 Leute. Jetzt dürft ihr mal raten, wer die Parkplätze hat. Ich fahr weiter zum Bauhaus. Da war doch noch was. Ja. Ordnung ist halbe Leben. Bauhaus, gute Bohrmaschine, guter Kaffee und beim Zurück überlege ich mir, ob ich vielleicht noch zum Steuerberater reingehe. So. Kaffee war gut, konnte mich nicht beschweren. Bohrmaschinen gab es keine, nach meinem Wunsch. Jetzt fahre ich zurück zum Steuerberater. Halt, stopp. 13.15 Uhr. Der macht 13.30 Uhr zu. Da geht gar nicht mehr hin. Das lohnt sich ja gar nicht. Dann kommt jetzt die Ordner. Ablage X, wo sie meine Horscherin nicht findet. Stopp. Na, so kann man unangenehmen Termin beim Steuerberater, der wahrscheinlich was gefragt hätte, vermeiden. Und jetzt hofft er, dass es jetzt einfach vorbeigeht. Er kann die Konsequenzen seines Handelssyndroms typisch nicht überblicken. And go. Zu Hause angekommen, ganz leise, hoch ins Spielezimmer und erstmal eine Runde Playstation zocken. Jungs, ich hab doch gerade das Auto gehört. Wo ist denn euer Vater jetzt schon wieder hin? Ach, der zockt schon wieder. Wie, der zockt schon wieder? Immer, also Vorbild ist er ja auch nicht wirklich, ne? Michi! Michi! Wo bist denn du jetzt schon wieder? Was soll denn das? Ja, meine Herrscherin, ich komme. Sie wünschen? Wir wollten doch zur Gartenparty. Wo wollen wir hin? Zur Gartenparty. Welche Gartenparty? Bei Linda. Linda? Gartenparty? Bei wo? Habe ich dir doch vorher erzählt. Das war jetzt das Problem. Er hat ja vorhin das Auto ausgeräumt. Er ist ein Monotasker, das kriegt man, glaube ich, ganz gut mit. Und wenn er da ausräumt und eh schlechter Laune ist, ist ja sein hinteres Hirn abgeschaltet. Das heißt, er hat das gar nicht aufgenommen. Jetzt fühlt er sich total überfallen. Und jetzt wird's spannend. And go. Was habe ich dir doch vorher erzählt? Sag mal, hast du Alzheimer oder was? Ja, das glaube ich auch, dass ich Alzheimer habe. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, warum ich bei der Hochzeit ja gesagt habe. Also, jetzt sind die Steuersachen jetzt erledigt? Hast du die Ordner zum Steuerberater gebracht? Nee, ich habe sie natürlich spazieren gefahren, bis in die Landschaft gezeigt. Also sind sie weg, ja? Ans Autofahren gewöhnt. Natürlich, wo war ich jetzt die ganze Zeit? Ja, gut, okay. Also, wir müssen zur Gartenparty. Du kannst dich ja auch umziehen gehen, oder? Ein bisschen was Schickeres. Ich sehe doch gut aus. Na, ein bisschen was Schickeres. Hm? Also gut. Stopp. Er willigt jetzt ein und macht keinen großen Aufstand, weil er hat das ja ganz gut umschifft mit dem Steuerberater. Meint er. Let go. Obwohl ich gerade hier von. Geh dich umziehen, los. Wo ist hier gerade eine Gartenparty habe? Garten, wir haben ja auch noch einen Garten, Jungs. Und dann sollte er mal den Rasen mähen. Jonas, kannst du Rasen ja, mähen? Mähe Rasen. Dankeschön. Ganz der Papa. Er unterwirft sich direkt. Stopp, das ist leider eine Fehlinterpretation, lieber Michi, weil dem Jonas ist es nämlich ein bisschen peinlich und er sieht jetzt schon die Not von der Mama und deswegen macht das, weil er ist ja hilfsbereit. Für andere macht er alles, wenn es notwendig ist und wenn er die Not wirklich einsieht. Die hat er eingesehen. And go. Morgens 8:30 in Deutschland. Also wir haben jetzt einen neuen Tag. Es gibt Frühstück.
Jungs? Jungs, frühstücken! Heute geht's los in den Urlaub. Guten Morgen! Mann, jetzt schrei doch nicht so laut. Wir sind noch nicht taub. Heute Nacht in der Mähdresche geschlafen, so wie du aussiehst? Nein. Also, egal. Wir haben 10 Uhr. Inzwischen. Wir haben 8 Stunden Fahrt vor uns. Das bedeutet, wir wären theoretisch, wenn wir jetzt losfahren würden, um 18 Uhr dort. Aber da ist deine Mutter weder gepackt, die Küche sieht auch noch aus unter jeglicher, ich möchte es nicht nennen, wird es wahrscheinlich 12 Uhr. Also jetzt stopp mal, also unsere Koffer sind schon gepackt, ja? Ich muss bloß noch die Koffer der Jungs kontrollieren. Und sonst können die Jungs auch kurz die Küche aufräumen, das ist ja kein Problem. Die sind gut erzogen. Kommt da eine polnische Hilfstruppe? Wir können das schon, wir wurden schon richtig erzogen, da hat sie recht. In dem Fall holt Papa jetzt die Koffer. Und die Mama geht kontrollieren. Okay. Die Koffer einer hingenietet? Meine Güte! Ich glaube, ich komme nicht nach Rimini. Oh, da ist doch... die sind ja... was hat die eingepackt? Backsteine? Oh, Michi, guck mal hier, ich hab nur hier die Ausweise. Oh. Die Ausweise, Michi, ich leg sie dir hier aufs Auto dann, ne? Hier. Ey. Ja? Mahagoni, schreiben. Ach, Michi, was legst du dich denn so unnötig auf? Du weißt doch, ich muss für alles gewappnet sein. In Rimini kann's von plus 30 Grad bis minus 30 Grad alles haben. Und du weißt ganz genau, ich fühle mich nicht wohl, wenn mir kalt ist. Rimini! Ja, auch in Rimini kann es minus 30 Grad haben. Stopp! Wir müssen den Klimawandel mit einbeziehen. And go! Rimini! 30 Grad minus! 30 Grad minus! Ich schaue jetzt mal, was sie eingepackt hat, weil ich denke mal, 50% brauchen wir eh nicht. Hier geht es ja zu wie in der Lagerhalle. Wow! Feinere Planunterwäsche! Die taugen doch nur zur Verhütung! Ich sehe mich schon, ich weiß es. Ich sehe mich mit langen Langunterhosen mit unten Gummibund am Strand liegen, wenn meine gute Frau die Badehose vergessen hat. Papa, ich kann es zwar schon verstehen, dass du jetzt dich aufregst darüber, aber komm bitte etwas runter, bleib bitte ruhig. Wir wollen ja alle einen entspannten Urlaub und abgesehen davon mal unter uns ist halt Mamas Logik. Die verstehen nach 15 Jahren nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Auto für so viel Gewicht zugelassen ist. Jungs, Kinder, Frau, Herrin! Stopp!
Also das Zusammenräumen, bis man dann endlich alle im Auto sitzen, ist in vielen Familien mit ADHS problematisch. Genauso problematisch ist, dass viel zu viel mitgenommen wird. Aber man muss ja für alles gewappnet sein, das ist richtig. Aber der Matthias hat ja schon den Papa gebeten, ob er ein bisschen runterkommen kann. Und ich glaube, es hat er sich schon zu Herzen genommen, denn er mag ja seine Kinder eigentlich wirklich. Ja, ein ganz lieber Papa, wirklich. Auch wenn er manchmal so komisch rumpelig ist. Gut, Jungs! Jungs! Nochmal kurz Pipi und dann geht's los! Ich brauche meine Kopfhörer und Powerbank und was weiß ich was alles vorstellen. Ja, dann holt halt! Wo sind meine Kopfhörer? Hä? Wo sind die? Wo sind meine Kopfhörer? Nee, die nicht. Da. Ja. Meine Powerbank? Wo ist meine Powerbank? Ja, keine Ahnung. Ja, aber warum weiß ich das nicht? Weil es deine Powerbank ist. Jonas, ins Mikro schneiden. Da ist sie doch. Nein, das ist mein Platz. Weg. Weg. Jungs, nein. Bitte. Mein Platz. Bitte. Ich setz euch aus, wenn das so bis nach Italien geht. Ja, mal losfahren jetzt endlich. Ja. Also dann gib Gas los. Wegen mir schon seit 2 Stunden. Hast du eigentlich die Ausweise dabei? Was für Ausweise? Die von dem Nachbarn, natürlich unsere Ausweise. Woher soll ich die haben? Ich hab sie dir vor deinen Augen aufs Autodach gelegt. Sag mal, sind wir jetzt losgefahren mit den Ausweisen auf dem Autodach oder was? Ja, wenn du sie doch hingelegt hast, mein Gott. Oh mein Gott, die liegen im Dorf auf der Straße oder bei uns auf dem Hof, wenn es gut läuft. Wir müssen zurück. Frau, einmal Hirn einschalten. Was suchen Ausweise auf dem Dach? Nein, Michi, das geht bloß, man muss bloß mit den Augen gucken. Und das ist nicht schwer. Und du mit dem Hirn denken. Können wir jetzt zurückfahren, ja? Ja, ich wende. Oh Gott. Warum wenden wir jetzt? Wie? Kommt das in deiner App? Nein. Wir wenden, weil dein Vater blind ist. Und deine Mutter nicht mitdenkt. Oder gleich beides. Jetzt wird nur nicht frech. Zu Hause. Jungs! Jonas! Was? Jonas, Ausweise suchen! Warum Ausweise suchen? Weil die verloren gegangen sind. Los, such die Ausweise auf der Straße. Mathis, auf dem Hof. Und ich im Auto. Oh mein Gott. Stopp! Jetzt wird's brenzlig. Die Herrscherin oder Bienenkönigin, wie sie auch schon hieß, sucht im Auto. Entgo! Sag mal, Michi. Fuck, ist ein Notarzt hier? Michi. Die waren in der Tasche. Ja, Liebling, ich hab sie gefunden, die Ausweise. Was ist das hier? Das sieht nach Ordnung aus. Du hast die Ausweise gegönnt! Ja, gegönnt! Ja! Stopp! Die Ausweise! ADHS macht's wirklich. Die Ausweise haben einen gerade höheren Stellenwert als die Steuersachen, weil sie will dringend in den Urlaub. Und dann kann man sich doch ganz schnell mal wieder versöhnen. Ist doch cool, ne? Let's go! Ja. Können wir losfahren? Ja. Jetzt fahr. Muss noch jemand Pipi? Nein. Oder Kaka? Jetzt fahr los. Und ich guck, halt mal. Warum? Soll ich jetzt fahren oder halten? Ach, die halten. Ja. Ich guck, ob wir auch wirklich alles dabei haben, weißt du? Mit der Tasche war mein Opa im Zweiten Weltkrieg 4 Wochen. Ja, der war auf alles gefasst. Der war gewappnet einfach, weißt du? Genauso wie ich. Wenn ich in den Kofferraum schaue, ziehen wir aus. Guck mal, falls einer der Jungs in Unterzucker kommt, Kekse. Wollt ihr Kekse? Hä? Was? Die Jungs wollen Kekse. Guck, und dann habe ich Creme, Handcreme dabei. Fußcreme habe ich auch dabei. Ein Textmarker. Stifte, ganz viele, auch für die Augen.
Die brauche ich auf jeden Fall. Und die Buchung, warte, ja, ich habe sie gefunden. Die Buchungsbestätigung. Was ist die Buchungsbestätigung? Ja, haha. Die Buchungsbestätigung. Also, wir können auf jeden Fall in Urlaub gehen. Gott sei Dank. Nach Rimini Bungalow 11, direkt am Strand. Es war übrigens ein richtiges Schnäppchen. Na wunderbar. Ja. Für zwei Wochen, vom 18.8. bis 2.9. Vom 18.8. Michi, was für ein Datum haben wir heute? Nur noch den 11. Oh mein Gott, wir sind eine Woche zu früh dran. Das bedeutet, wende die zweite. Oh mein Gott. Ich kenne den Weg nach Hause schon auswendig. Ich wende mal. Was denn? Drehen wir jetzt wieder? Ja, echt mal. Mama hat gebucht am 18. Schaut auf eure Handy, welches Datum wir heute haben. Den 11. Richtig. Habe ich jetzt 1000 Punkte? Nee. Was denn? Aber regt euch nicht auf. Wir fahren jetzt nach Hause, lassen die Koffer im Auto, wo eigentlich auch alles hingehört. Und es war nur viel lang um nichts. Vielen Dank. Ich schmeiß mal das Schuh. Ja, nicht vergleichen.